Guten Morgen, liebe Tagungsteilnehmer, liebe Gäste. Schön, dass Sie heute wieder dabei sind. Wir fahren mit unserer Denkmalbewegtagung fort. Heute mit einem Vortrag, der uns zugeschaltet wird. Frau Dr. Deborah Vieto-Engländer ist leider krank und heute auch noch so richtig erkrankt, aber sie wird es trotzdem machen, hat sie uns versprochen. Und wir werden sie gleich hier auf der Leinwand sehen können. Ihr Vortrag beschäftigt sich mit Alfred Kerr und ist betitelt Ein kurzes Glück, Alfred Kerr und das Heine-Denkmal von Hugo Lederer 1926. Frau Vieto-Engländer ist in London geboren und dort auch aufgewachsen. Sie hat an der Londoner Universität studiert, hat dann später bei Walter Jens in Tübingen promoviert über den Faust in der DDR. Sie hat also vielfältige Aktivitäten, war sehr lange Jahre an Universitäten des Saarlandes und an der TU Darmstadt beschäftigt, wo sie geforscht und gelehrt hat. Und sie hat in ihrem Leben sehr, sehr viele Veröffentlichungen gemacht. Das würde jetzt zu weit führen, um das alles zu erwähnen, aber eben ganz, ganz wichtig, ihre Beschäftigung mit Alfred Kerr. Sie hat 2016 eine fulminante Alfred Kerr-Biografie veröffentlicht bei Rowohlt. Sie ist auch seit 2017 Präsidentin der Alfred Kerr-Stiftung und jetzt zusätzlich auch noch Herausgeberin einer dreibändigen Werkausgabe, Hermann Sinsheimer, Gelebt im Paradies, Shylock und andere jüdische Schriften, Was ich lebte, was ich sah. Und ganz aktuell ist die vierbändige Ausgabe fertig geworden, Berlin wird Berlin, Alfred Kerrs Plauderbriefe von 1897 bis 1922. Das sind vier Bände, die jetzt aktuell bei Wallstein erschienen sind. Ich freue mich, dass wir heute noch mal einen kleinen Einblick bekommen werden in das Leben Alfred Kerrs und in seine Motivation, warum er sich für das Heine-Denkmal so sehr engagierte. Und ich freue mich, Frau Vieto-Engländer jetzt hier zu sehen und hoffe, dass Sie mich auch verstehen können. Sehr gut. Sehr gut, wunderbar. Und wir Sie dann auch und wir freuen uns auf Ihren Vortrag. Bitte schön. Dankeschön. Keinen der deutschen Dichter gibt, von keinem hat er mehr gelernt als von Heinrich Heine. Zwischen Heines Tod in Paris und Kerrs Geburt in Breslau lagen nur 11 Jahre. Ihre Lust zu leben, ihr Witz, ihre Ironie, ihre literarische Existenz waren sich nah. Vom Ende her gesehen hat Kerr im Exil von Armut geschlagen, sogar Heines Schicksal nachgelebt. Früh rief er schon, eines Tages werden wir sein Denkmal errichten. Schon am 10. Dezember 1892, nicht ganz 25-jährig, besprach er im Magazin für Literatur das bei Hoffmann und Campe erschienene Buch Heinrich Heines Familienleben. Seine frühen Gedichte sind stark von Heine geprägt und ich gebe Ihnen ein Beispiel, ein Gedicht von März 1893 mit deutlichen Anklängen an das Buch der Lieder. Du bist so schön und ich soll dir entsagen. Du willst schon gehen und ich kenne dich kaum. Hat dich die Nacht nicht hereingetragen? Schlief nicht die Welt in schwerem Traum? Sag, war's nicht ein blauer, zitternder Schimmer, der dich durchs Fenster gehoben hat? Und saß ich nicht schlafend am Tisch im Zimmer und vor mir lag ein Notenblatt?
Du bist so schön, und ich soll dir entsagen. Ist mein Gedächtnis denn ganz getrübt? Sprich, hat sich's nicht wirklich zugetragen? Wir haben uns nicht einst geliebt? Stiegst du nicht lächelnd am Abend hernieder und schwatztest und sangst und brachtest mir Mut? Und haben nicht nachts deine jungen Glieder in meinen Armen selig geruht? Du bist so schön, und ich soll dir entsagen. Sprich, küsstest du mich auf die Augen nicht? Und hörte ich im Dunkeln dein Herzchen nicht schlagen und fühlte dein heißes kleines Gesicht? Und ist es nicht wahr, dass du mich oft necktest und dass ich zankte, bis du entschliefst? Und weißt du, wie du mich manchmal wecktest, wenn du im Traum meinen Namen riefst? Du bist so schön, und ich soll dir entsagen. Ich glaube, mein Herz ist stumpf und alt. Auf nebelversunkenen, verschollenen Tagen lächeltest du traurig, geliebte Gestalt. Sag, hast du die weite Erde durchmessen? Wo liegt die Stätte, die dich jetzt hält? Entschwebt, verloren, nie vergessen. Wo finde ich dich wieder in dieser Welt? In der Einsamkeit des Londoner Exils zitierte er viel später aus diesem Gedicht die Strophe Der blaue zitternde Schimmer und Stiegst du nicht lächelnd. Seine Berliner Briefe ab 1895 lehnen sich stark an Heines Briefe aus Berlin. Und er schrieb eine lange Eloge zu Heines 100. Geburtstag im Dezember 1899 in der Frankfurter Zeitung. Heinrich Heine, welcher erfüllt mit unsterblichen Lachen den Himmel und die Hölle und Deutschland und umstrahlt ist von der hohen Gloria ewig dahinklingender Lieder. Wir gedenken des Dichters Heinrich Heine, der sich nicht fürchtete vor dem Gott Jehova, sondern sich neckte mit ihm, welcher die Engel beschmunzelte, Apostel kitzelte und die Erde liebte. Wir gedenken des Dichters Heinrich Heine, welcher zählt zu den großen vaterländischen Deutschen, der vor dem Weib Germania nicht dastand als Gesangsvereinsritter, sondern sie schlug und küsste und nicht von ihr lassen konnte. Wir gedenken des Dichters Heinrich Heine, welcher ist ein wundersames, schalkhaftes und gesangvolles Judenjüngelchen, Enkelkönig Davids, ein großer Tröster und letzter Versteher, ein mutiger Menschheitskämpfer, umleuchtet vom Ewigkeitszug. Wir gedenken des Dichters Heinrich Heine von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Das war nur der Anfang der Eloge, die Heine rühmte als den neuen Sänger der großen Städte, der die Lieder des dritten Jahrtausends erfand. Und sie endete mit dem oben zitierten Versprechen, ein Heine-Denkmal zu bauen. Zitat, und er soll die Schleuder in der einen Hand tragen und die Harfe in der anderen. 5 Jahre später, zum 50. Todestag Heines 1906, erschien sein Aufruf für ein Heine-Denkmal. Mitgetragen von Max Klinger, Ernst Haeckel, Gerhard Hauptmann, Richard Dämmel, Max Liebermann, Oskar B., Engelbert Humperdinck und Hugo von Hofmannsthal. Zitat. Deutsche Davidsbündler, das ist Männer und Jünglinge, die ihr totschlagen sollt, die Philister, sammelt euch. Ein Beispiel ist hinzustellen, eine Schuld ist wettzumachen, eine Tat ist zu tun. Ein toter Weltstadtsänger ist zu grüßen, ein Kämpfer ist zu preisen. Ein Lachender ist zu krönen. Er war ein großer vaterländischer Deutscher, weil er mit ganzer Seele das Land geliebt hat, dann, weil sein Ruhm den deutschen Ruhm erhöhte. Seine Macht endet nicht hier. Er ist der neue Sänger der großen Städte, ihrer Liebe und ihres Hungers. Er gab die neue Lyrik der gepflasterten Straßen.
Er ist ein neuer Lebensdichter. Er ist ein großer Tragikomiker des Lieds, ein erlösender Zyniker, ein singender Soldat. Davids Bündler, sammelt euch! Wir wollen sein Denkmal errichten. Vor 12 Jahren hat es der Eingriff namenloser Kaffern zu verhindern vermocht. Es sind die Klänge eures Marsches wider die Philister. Ein Beispiel ist hinzustellen. Eine Tat ist zu tun, ein Gehasster ist zu krönen. Das erschien 1906 in der Neuen Rundschau. Eine der heftigsten Gegenreaktionen kam vom aktiven Verfechter der Heimatkunstideologie und überzeugte Antisemit und Heinetöter Adolf Bartels. Er sah es als seine Berufung an, dieses Denkmal zu verhindern. Sein Dämon trieb ihn dazu, in 5 Wochen über 300 Seiten seines Buches Heinrich Heine, auch ein Denkmal, niederzuschreiben. Es erschien am 1. Juli 1906. Zitat: Nein, zu Boden mit Heine! Für uns Deutsche wäre das Heine-Denkmal im Namen des deutschen Volkes errichtet die ärgste Beschimpfung, die man uns antun kann. Schmach und weiter nichts als Schmach. Bartels bediente sich jeden erdenklichen Arguments, auf Eugen Düring und Heinrich von Treitschke sich berufend, um diesen Autor als einen gefährlichen jüdischen Parvenu hinzustellen, der die deutsche Literatur vergiften wollte. Und obendrein würde mit einem solchen Denkmal der Jude Heine endgültig in die deutsche Klassik eingemeindet, was für einen gut antisemitischen Deutschen undenkbar sei. Los von Heine hieß für sie los von den Juden. Adolf Bartels hatte immer gehofft, berühmt zu werden, was ihm mit dem Heine-Buch auch gelang. Bartels galt bald als der Heine-Töter, als Vertreter einer antisemitischen Literaturgeschichtsschreibung und rassistischen Verunglimpfung. Kerr indessen hörte nicht auf, sich vehement für ein Heine-Denkmal einzusetzen und warb weiterhin um Spenden. Sein Angriff auf Bartels am 18. November in der Frankfurter Zeitung löste 7 Tage später den Angriff von Wilhelm Scheuermann in der antisemitischen Staatsbürgerzeitung aus. Unter der Überschrift Herr Kempner, ist natürlich falsch, Kerr hieß ja eigentlich Kempner, und hat sich gekürzt, weil er nicht mit seiner Tante, die nicht seine Tante war, mit Friederike Kempner und ihren Gedichten in Verbindung gebracht werden wollte. Und als Brecht ihm das vorwarf, gibt es ein wunderbares Gedicht, nur dass sie eben nicht seine Tante ist. Zitat Scheuermann: Statt als Davidsbündler mit den Eselskinnbacken kommt er diesmal als Kempner im Kaftan mit der Sammelbüchse. Man muss ihn gesehen haben, wie er in den Couloirs der Berliner Premieren posiert. Knipsfähig in jeder Stellung, jede gezirkelte Bewegung ein Flehen an das Publikum. Bitte beachtet mich, ich bin Kerl, schaut meine Stirne, wo die Pajes erst jüngst mit scharfem Schnitt vom westlichen Barbier getroffen wurden. Noch scheinen meine Knie des bergenden Kaftans gewöhnt. Im Juli 1906, wenige Tage nach der Veröffentlichung von Bartels Buch, entschied die Stadt Hamburg, die damals Hugo Lederers großes Bismarck-Denkmal aufstellte, dass die Kosten für das Heine-Denkmal zu hoch, die Finanzierung also privater Initiative überlassen sei. Erst 1909 erklärte sie sich bereit, dem Denkmal einen Standort einzuräumen. Und was Düsseldorf betraf, schloss Alfred Kerr dort seinen Vortrag in der Literarischen Gesellschaft zu Heines Todestag
am 8. Februar 1909 mit einer Bemerkung, die Empörung auslöste. Zitat: Wenn wir, der Denkmalausschuss, Heine ein Denkmal setzen, so wird es nicht in seiner Geburtsstadt Düsseldorf stehen. Ich möchte nicht das Faktum gebührend betonen, dass diese Stadt, die nach den Eingemeindungen die räumlich größte in Deutschland ist, nicht einmal 4 Quadratmeter übrig hat für ihren doch immerhin weltberühmten Sohn. Die Möglichkeit, dem Dichter ein Denkmal zu errichten, scheitert hier an der natürlichen Gesundheit eines Teils der Einwohner. Zu dieser Zeit schrieb Karl Kraus in Wien an seinem Buch Heine und die Folgen. Es erschien 1910 im Verlag Albert Langen in München und stärkte die Front der Gegner. Vielen war klar, dass der Kampf gegen das Heine-Denkmal in erster Linie eine antisemitische Stoßrichtung hatte und in zweiter Linie gegen Heine gerichtet war. Kraus gab Heine die Schuld an der Feuilletonisierung der Zeitung. Fritz Pfemfert schrieb 1911 die Zeitplage Adolf Bartels, wohl Karl Kraus für seine Polemik gegen Heine Beifall klatschen wird. 1923 schrieb Kerl das Vorwort zu Romancero in der neuen Heine-Ausgabe. Kampf um ein Heine-Denkmal endlich erfolgreich. Der 13. August 1926 war nicht nur ein Festtag für Hamburg. Es bedeutete etwas für den freien Geist in der Republik. Ein langer Kampf war zu Ende. Das Denkmal für Heinrich Heine stand zur Enthüllung bereit. Kerl war pünktlich mit der Familie von der Sommerreise zurückgekehrt. Er hatte die festliche Rede zu halten. Es war auch sein Tag. Er trat vor das noch verhüllte Denkmal und begann: Nach 20 schicksalsvollen Jahren schlägt nun die Stunde, wo ein alter Wunsch vieler Deutschen Wirklichkeit wird. Die Weihe des deutschen Gedenkmals für Heinrich Heine, Dichter und lachender Pionier, lebend in Schrift und Sang, geliebt und befehdet, nicht mehr wegzudenken aus Deutschland, nicht auszuschalten aus der Welt. Die Losung der Stunde heißt Genug der Zwietracht. Einer Gegenwart, die von Kämpfen und Krämpfen zerfurcht ist, will dieses Denkmal nicht Grund schaffen zu neuer Spaltung und Verbitterung, sondern es will einem Genie, das ein deutscher Besitz ist, zu seinem Recht verhelfen. Dann sprach Kerl über die zurückliegenden Kämpfe und dankte den Helfern und kam wieder auf Heine zurück. Man hat ihm oft Unrecht getan. Das Durchbarste, was über die Deutschen zu sagen hat, hat Hölderlin gesagt, der trotzdem widerstandslos verehrt wird. Heine jedoch hat Deutschland nur geneckt und sehr geliebt, bloß nicht kritiklos geliebt. Das lässt man ihn entgelten. Es gibt aber nicht viel innigere Worte seit dem Bestehen der deutschen Sprache, nicht hinreißendere Worte, die jemand an Deutschland gerichtet hat, als dieser wunderbar lose und liebreiche Mund sie sprach. Er ist der Unsere und doch nicht nur der Unsere. Nietzsche hat recht. Heine ist ein europäisches Ereignis, nicht ein lokales. Während die früheren Dichter meistens durch Flur und Au gingen, war Heine der erste Sänger der großen Städte, der erste dichterische Anwalt der Massen, ein singender Genoss der Menge.
Darum passt sein Denkmal in eine große heutige Stadt wie Hamburg. Er sang jene Melodie: Es wächst auf Erden Brot genug für alle Menschenkinder. Er sah manches vorher. Er schrieb die ersten Lieder des dritten Jahrtausends. Er ist ein Ahnherr so ziemlich aller heute modernen Gedanken. Heine, der Sänger, so hatte es Kerr 1923 in einem Vorwort geschrieben, der Jude singt, und die letzten Worte waren: Tilgt aus den Herzen den Hass, lasst Feindschaft sinken, Heinrich Heine sei gegrüßt. Damit zog er das grüne Tuch von Lederers Heine-Gestalt, die ihn darstellte als den singenden Menschen und den sinnenden Menschen. Für Alfred Kerr war dieser Festakt einer der glücklichsten Momente seines Lebens. Seine Frau Julia und die Kinder Michael und Judith, Michael war 5, Judith war 2, waren dabei. Und die Hamburger Feier fand weithin ein gutes Echo. Wie es vom rechten Rand her klang, zeigte das Deutsche Tageblatt am 15. August 1926. Da wurde die Enthüllung des Denkmals beschrieben. Auf dem Sockel ein Jude, vor dem Sockel noch einer. Und die Überschrift: Der verkehrte Heine. Heines Denkmal war weiterhin wie Heine, vielen ein Ärgernis. Es blieb auf seinem schönen Platz im Stadtpark 6 Jahre, wurde im 7. Jahr entfernt und 1942 eingeschmolzen. Die braunen Machthaber brauchten das Metall von Kerr bald vorausgesagten Krieg. Kerr sprach zu den Heine-Feiern in Paris im Exil 1936. Ich möchte Ihnen ein Gedicht aus dem Exil vorlesen, weil es wirklich Heine am nächsten ist. Er ging sehr früh ins Exil. Im Februar 1933 erhielt er einen Anruf von einem Polizisten, der seine Werke schätzte. Sein Pass würde am nächsten Tag eingezogen. Und Judith Kerr hat mir bis zu ihrem Tod immer wieder gesagt, wie leid es ihr tut, dass sie sich nie bei diesem ihr unbekannten Polizisten hat bedanken können. Denn sonst wäre Kerr mit seiner ganzen Familie nicht am Leben geblieben. Also er berichtete im Februar, März 36, wo die Familie an sich schon in London wohnte, in Paris über die Heine-Feiern, denn Heine war ja 56 in Paris gestorben. Ich möchte Ihnen ein Gedicht von Kerr aus dem Exil vorlesen, wo er meines Erachtens Heine am nächsten ist. Es heißt: Was ist Heimat? Was ist Heimat? Kindheit, Wiegensang, Sprachgewöhnung und Erinnerungszwang. Mancher grämt sich lautlos, mancher jammert, von so manchem Auge hängt ein Flor, weil das Herz sich an die Heimat klammert, die der wahrhaft gute Sohn verlor. Zwar das alte Trostwort hat er ja noch aus Römerzeiten hergeweht, ubi bene ibi patria, doch wer sagt, dass es ihm bene geht? Rührend an dem einst Gewesenen hängt er, rührend mit der alten Treue denkt er an die still vom Abendstern bestrahlte Stätte, wo er Steuern zahlte. Niemand spottet seiner echten Zähren, schutzlos wie er ist, verfemt und fremd. Doch es gilt zu helfen und zu klären,
weil ein Wehgefühl das Handeln hemmt. In Italien hing dieselbe These. Im Deutschen heißt es, überall sind heimliche Zonen dort, wo wackere Menschen wohnen. Mancher fragt sich grübelnd, ob das stimmt, ob das auch der Kern von dem Problem ist. Andere sagen schwankend, wie man es nimmt, weil Empfinden immer je nachdem ist. Mir ist meine Seele nicht verdorrt und ich fühle mit dem ärgsten Feind, wenn er heut um seine Heimat weint. Nur, ich selbst bin drüber fort. Anfangs war es fürchterlich, wenn ein Blüthner in Paris erklang im Konzert und jemand Schubert sang. Ob man ein Gefühl auch nicht verriet? Jede heldenhafte Haltung wich. Etwas kullerte vom Augenlid, bis man aus dem Saale schlich. Damals regte sich noch mancherlei, was man längst verloren geben muss. Heut sind weiche Wallungen vorbei. Schluss. Was ist Heimat? Kindheit, Wiegensang, Sprachgewöhnung und Erinnerungszwang. Selbst in dieser heimatlosen Welt wird dir Lust und Zukunft nicht vergällt. Also weg mit plundrigem Geplärr, denn was kann es schon bezwecken? Sprachlich bist du schon ein Klassiker. Er hat da Kerr mit zwei R geschrieben und fügte hinzu, einst im Vierten Reich nach dem Verrecken. Zur Vermehrung unserer Seelenkenntnis dient auch hier ein offenes Geständnis. Manchmal fühlt das Herz sich sehr erheitert, trotz der zugeschlagenen deutschen Tür, weil die Flucht den Horizont erweitert. Ja, du dankst den Jägern fast dafür. War dir noch so lausiges Leid geschehen, wenn du gleich viel, wo du her bist, ein Ulysses oder Ahasver bist, kriegst du zur Belohnung was zu sehen? Bei der Dummheit aller Lebensschlachten ist ein solches Plus nicht zu verachten. Und wie auch die Wirtschaftslage sei, bist doch von dem blanksten Blödsinn frei, von dem plumpen Hakenkreuz-Symbol für die missgeführte Masse samt dem Kartenlegerkohl von der Rasse und von Blubo und vom Sippenwerk und von Eseln und vom Rosenberg. Nazis schmücken mit Ideen sich die Gescheitere zuvor erdacht und sie protzen und sie blähen sich, wenn sie echtes klobig nachgemacht. Noch ein farbenblindes Huhn erkennt die Gesamtheit dieses öden Quarks, nährt sich von der Schmutzerkonkurrenz gegen Marx, denn sie sind auf sämtlichen Gebieten Gipfelmuster, Pofler, Parasiten. Ach, ward dein Leben auch zum Wrack? Kannst du sie hier draußen doch vergessen, diese PGs, diese braunen Fressen, dieses Pack steht ja frei im Strom des Mittagslichts. Heißt das nichts? Was ist Heimat? Kindheit, Wiegensang, Krippe unterm Dach des warmen Stalles, Sprachgewöhnung und Erinnerungszwang. Vieles, vieles, doch nicht alle. Eine Welt, die auf der Kippe steht, bringt ganz andere Sorgen aufs Tapet. Diese Zeit verblödet und verirrt, fragst du da, wo, wenn schon der Abrutsch reift, welches Land die Stelle liefern wird, wo das Knochenscheusal nach dir greift. Höchstens können manchmal Künstlerseelen ihren Grabplatz vor dem Abkratz wählen. Mensch, ich mach den Testamentsvermerk auf Montmartre, nie in Schöneberg. Sie wissen, Kerl liegt ja in Hamburg begraben. Weiter geht es. Mittlerweile Rauflust im Gemüt. Ganz von Erdenschüchternheit erlöst, tret ich oben vor den alten Jüd, der in seinen Wattewolken döst. Engel murren. Freundlich blickt er selber. Das befeuert meinen Mut. Sire, es ist fast unvorstellbar, was sich da unten tut.
Juden sind geübte Emigranten, einer tausendjährigen Übung treu. Aber unseren Freunden und Bekannten, all den christlich-arischen Verbanden, ist der Zwangsspaziergang ziemlich neu. Sire, die Erde gleicht heut, wie ich glaube, einem Schraubendampfer ohne Schraube. Lotsen Sie das Schiff in keinen Hafen aus dem tödlich tobenden Taifun? Denken Sie noch lange hier zu schlafen oder endlich eine Tat zu tun? So wie Hiob einst, erbittert bange, frage ich, dauert das noch lange? Sind wir nicht genügend rumgehetzt? Weshalb war der Menschheit das versetzt? Und er spricht, sie lerne Bürden tragen. Ich erwidere, das kann jeder sagen. Mittels Klimmzug auf der Himmelsleiter red ich so noch eine Weile weiter, bis von heiligem Engelszorn umbrandet, ganz in seiner ungestümen Art, Gabriel mir einen Haken landet. Doch der Gütige sträubt den ewigen Bart. Will man, ich behüte, etwa raufen? Ruft er zu dem flinken Flügelknecht. Gabri, bitt dich, lass den Bocher laufen. Wahr sein muss man, er hat recht. Ich hoffe, Sie haben die jiddischen Ausdrücke, Bocher und Schofel und so, die hat er ganz, ganz bewusst verwendet. Im Januar 48, als der Krieg vorbei war, er immer noch im Exil war, wurde sein 80. Geburtstag am 25. Dezember im Deutschen Bühnenclub nachträglich gefeiert. Er war in London und wäre gerne dabei gewesen. Sein Kampf um ein Heine-Denkmal wurde ausgiebig behandelt, besonders vom eben zurückgekehrten Fritz Kortner. Ich ende mit einer Frage. Wann wird es in Berlin einen Alfred-Kerr-Platz geben? Dankeschön. Ja, vielen Dank, liebe Frau Vieto-Engländer, für diesen sehr schönen Vortrag. Sie verstehen mich oder nicht so? Ja, wir werden jetzt versuchen, ein wenig Diskussion mit Ihnen zu führen, wenn es klappt. Ich weiß nicht, ob es möglich sein wird. Also nochmal vielen herzlichen Dank für diesen Überblick und für diesen Einblick in dieses außergewöhnliche Exilantenleben und wie sehr Kerr mit Heine verbunden war. Das ist, glaube ich, hier nochmal besonders deutlich geworden. Ich frage im Saal, ob es zu Ihrem Vortrag noch Fragen gibt. Mein Name ist Ernst Schanteler, ich bin aus Bremen und habe mich mit dem Lederer-Denkmal befasst. Und eine Frage ist immer noch ungeklärt. Wie ist Kerr auf Lederer als Bildhauer gekommen? Haben Sie dazu vielleicht einige Erkenntnisse? Überhaupt keine. Es gibt in sämtlichen Briefen, die erhalten geblieben sind, keine Hinweise. Und ich habe Judith gefragt, und sie sagte nur, hör mal, ich war kaum auf der Welt. Ich weiß es nicht. Also es war mir nie möglich, irgendeinen schriftlichen Hinweis zu finden, weil die gesamte Korrespondenz dieser Jahre, die fast alles nicht erhalten ist. Es tut mir leid, aber ich kann es nicht beantworten. Dazu ist vielleicht noch ein Hinweis zu geben. Es gibt einen Brief von Lederer an Kerr, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, in welchem er Kerr zum Tod seiner ersten Frau kondoliert. Dieser Brief ist, glaube ich, im Kerr-Archiv erhalten. Also das scheint mir der erste zwischen Lederer und Kerr gewesen zu sein.
Das könnte für Sie gerade heute von Interesse sein. In diesen neuen Texten, die ich veröffentlicht habe, ist ein Text zur Pandemie, zur spanischen Grippe, die 50 Millionen Menschenleben kostete. Und als er auch diesen Brief schrieb, war er mit seiner ersten Frau verheiratet, Inge Tormelen, eine blonde Friesin, und sie erlag der spanischen Grippe und starb nach 3 Monaten Ehe mit 21 Jahren in junger Herrlichkeit, wie er schrieb. Und er hat dann ein Jahr später die mit seiner Schwiegermutter die Urne noch an das friesische Grab gebracht. Hat jetzt nichts mit Ihrer Frage zu tun, aber es stimmt, den Brief habe ich im Care-Archiv gelistet gesehen. Ja, sieht so aus, dass jetzt keine weiteren Anmerkungen sind. Doch, gibt noch eine. Ich habe auf der Publikation, die Care gemacht hat, zu der Vorstellung des fertiggestellten Lederer-Denkmals Spuren gefunden, dass Care möglicherweise dort Retuschen an der Fotografie vorgenommen hat. Ich werde das später noch heute also auch noch mal im Bild vorstellen. Haben Sie irgendwelche Vorstellungen oder Ideen, dass Kerr sich gewissermaßen auch bildlich eingreifend, also an der Vitalisierung seines Idols betätigt hat, dass er ihn gewissermaßen noch besonders lebendig machen wollte, indem er zum Beispiel seine Augen deutlicher in Richtung auf die Betrachter lenkte. Das wäre also ein... Halte ich für durchaus möglich, denn ich bin bei den neuen Texten auf einen Text gekommen, dass er sich sehr, sehr früh im 20. Jahrhundert einen Kodak anschaffte und ich glaube, es war 1903, und hat sich mit Fotografie sehr viel beschäftigt. Es ist also absolut wahrscheinlich. Es ist denkbar, dass er also die Techniken der Retusche und auch des gewissermaßen Hervorhebens, wie das auch in der Presse ja immer üblich war und immer üblicher wurde, dass man bestimmte Dinge hervorgehoben hat, dass er das kannte. Ja, ja, ganz bestimmt. Denn er hat sich wirklich sehr, sehr früh für Fotografie interessiert, hat auch die Entdeckung wahrgenommen, dass man Bilder per Telefon von Berlin nach München schicken konnte und so weiter und so fort. Also er hat sich für dieses Gebiet sehr interessiert und ab Anschaffung des Kodaks überall sein Kodak mitgenommen. Also Sie sind da bestimmt auf der richtigen Spur. Bin ich sehr froh. Dann werde ich das heute Nachmittag also mit Emphase präsentieren. Sie aber jetzt ein Gefallen getan. Vielen Dank. Ja, wenn Sie vielleicht noch kurz erklären könnten, warum es dazu gekommen ist, dass das Kerr nach Hamburg gekommen ist und hier auch starb. Ist der auch hier in Hamburg begraben? Das weiß ich jetzt gar nicht. Ja, ja, das ist er. Und nicht auf dem jüdischen Friedhof. Liegt er? Und die Uhr Grab gibt. Wir pflegen es von der Kerr-Stiftung aus und der Hamburger Senat auch. Es war so, er bekam eine Theaterreise angeboten. Ja? Er sollte nach Hamburg kommen und Vorträge halten. Und er ist zum ersten Mal in seinem Leben, in seinem 80-jährigen Leben, geflogen, hat darauf bestanden zu fliegen, obwohl ihn alle für verrückt erklärt haben. Und dann wollte er unbedingt bei der Ankunft schon eine Hafenrundfahrt machen. Und dann ist er abends ins Theater gegangen, Romeo und Julia. Und in der Nacht hat er
einen zweiten, er hatte schon einen Schlaganfall, aber er hat dann einen zweiten und sehr schlimmen Schlaganfall gehabt. Und Willi Haas hat am nächsten Morgen, als er nicht zum Frühstück kam, die Tür aufbrechen lassen. Und sie haben ihn gefunden, wie er versuchte, zur Tür zu kriechen. Und er hat, und das ist bezeichnend für ihn, nur den Satz rausgebracht, es lag nicht am Theater. Die Aufführung war schlecht, aber so schlecht auch nicht. Und sie haben ihn ins Krankenhaus gebracht und er hat lange im Krankenhaus gelegen. Und dann haben ihm die Ärzte gesagt, er wird nie wieder arbeiten können. Und seine Frau Julia hat Wort gehalten. Sie hatten immer ausgemacht, wenn er nicht mehr arbeiten kann, sie arbeitete bei den Amerikanern, würde sie ihm genügend Mittel bringen, dass er freiwillig aus dem Leben gehen konnte. Und das hat sie getan. Und er hat dann noch Zettel gekritzelt, die wurden zerrissen, weil es nicht nach Selbstmord aussehen sollte. Aber ich habe sie im Care-Archiv mit einer Mitarbeiterin alle zusammensetzt, wo er die Kinder küsst und schreibt, Julia war ihm mit diesem letzten Dienst die allerliebste. Und Anchen, seiner Schwester in Palästina, einen letzten Kuss. Sie hat ihn nie bekommen, weil sie 3 Wochen nach ihm in Jerusalem starb. Aber er hatte immer gesagt, wenn ich mal nicht mehr kann, will ich auch nicht mehr leben. Und da Julia bei den Amerikanern arbeitete, gelang es ihr, Mittel zu bekommen. Und die Kinder kamen. Michael hat in seiner Biografie die Einäscherung und die Beerdigung beschrieben. Und da Einäscherungen für den jüdischen Friedhof nicht in Frage kamen, liegt er auf dem ganz normalen in Ohlsdorf. Aber wir pflegen das Grab. Aber das war der Grund, das war seine erste Nachkriegsreise. Es sollte eine Vortragsreise sein, die in Hamburg begann. Ja, ganz herzlichen Dank für diesen wunderschönen Vortrag und dass Sie uns nochmal die Biografie von Alfred Kerr so eindrücklich vorgetragen haben. Vielen Dank, liebe Frau Vieto-Engländer. Wenn Sie vielleicht gerne Zeit haben. Bitte. Ja, danke sehr. Ich schließe nur mit einem Wort zu Ihrer Erheiterung. Als ich anfing, über Kerr zu arbeiten, habe ich Judith gesagt, ich habe mich in deinen Vater verliebt. Und da lachte sie nur und sagte, als ob du die Einzige wärst. Dankeschön. Dankeschön. Ja, das sieht man. Danke. Ja, das war ein wirklich sehr lebendiger Einblick in das Leben von Kerr und deswegen denke ich, verstehen wir jetzt ein bisschen mehr, warum diese große Begeisterung für Heine da war und dieses Engagement für ein Denkmal. Ich bedauere sehr, dass Frau Vieto-Engländer nicht hier vor Ort sein konnte, denn es ist wirklich ein Erlebnis, sie da zu haben, ihr zuzuhören. Wir haben sie vor einigen Jahren, hat sie im Heinehaus über Kerrs Biografie vorgetragen und das war eine Sternstunde. Also liebe Frau Vieto-Engländer, falls Sie noch zusehen, nochmal ganz, ganz herzlichen Dank und vielleicht sehen wir uns bald richtig wieder. So, und jetzt leite ich über zu unserem nächsten Vortragenden, Jens-Peter Munk, der aus Kopenhagen angereist ist. Und ich freue mich sehr, dass der Sturm ihn nicht verweht hat, sondern er leibhaftig jetzt hier vor uns gleich stehen wird.
Jens-Peter Munk ist dänischer Kunsthistoriker und gegenwärtig Denkmalpfleger von Kopenhagen. Zuvor war er Sammlungsleiter der dortigen Hirschsprung Collection. Er hat zahlreiche Ausstellungen organisiert, hauptsächlich der dänischen und französischen Kunst des 19. Jahrhunderts. 2006 kuratierte er eine Ausstellung über das dänische goldene Zeitalter in Rom, verfasste zahlreiche Artikel für dänische und ausländische Zeitschriften, Ausstellungskataloge und Enzyklopädien, einschließlich Saur Allgemeines Künstlerlexikon sowie The Dictionary of Art. Außerdem 2 Bücher über öffentliche Denkmäler von Kopenhagen. 2013 kam der erste Band seiner umfassenden Monographie des dänischen goldenen Zeitaltermalers Jürgen Röth. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe, sonst werden Sie es gleich korrigieren. Der erste Band seiner umfassenden Monographie des dänischen goldenen Zeitaltermalers Röth. Und der zweite Band erscheint im kommenden Frühjahr 2022. Herr Munk wird seinen Vortrag auf Englisch halten und wir sind bisher so verblieben, da mein Englisch nicht besonders gut ist und er nicht so gerne auf Deutsch vortragen wollte, weil er sich da auch nicht so ganz sicher ist, aber er versteht Deutsch sehr gut. Also wir haben es bisher so gehandhabt, er schrieb mir auf Englisch, ich schrieb auf Deutsch und die Kommunikation hat bestens funktioniert und ich denke, dass sie anschließend bei der Diskussion auch auf diese Art und Weise funktionieren wird. Es ist das Thema natürlich des Hasselriess, Louis Hasselriess, wie was für ein Künstler er war, welche Monumente, welche Skulpturen er geschaffen hat, dass wir in diese Biografie des Künstlers nochmal Hasselriess eingeführt werden. Und darüber freue ich mich, dass wir dafür Herrn Munk gewinnen konnten. Bitte sehr. Thank you very much. I apologize that I will make my speech in English, but as Mrs. Borowka Klausberg said, it's been working out quite well during the last months. So I hope you'll join me afterwards with questions and I'll in German and I'll answer you in English, okay? Louis Hasselriess was born in 1844 as the son of a pharmacist in Hillerød. As a young lad, he was apprenticed to a local wood carver and later he gained admittance to the Royal Academy of Art in Copenhagen. Talented boys often started their artistic career very early, and Louis was only 15 years old when he began his training under Professor Hermann Wilhelm Bissen. He studied at the academy intermittently for 7 years, from 1859 to 1866, crowning his education with a so-called small gold medal in 1868, at the age of only 24. This prize earned him a 2-year scholarship abroad, and as most other Danish and European artists at the time, he went to Rome for further artistic studies. He never again settled in his homeland and died in Rome in 1912 at the age of 68. During his lifetime, Hasselriess created one huge monument after the other of famous European persons. As we all know by now, Elizabeth, Empress of Austria and Queen of Hungary, ordered a Heine monument in 1873 to set up at her summer residence, Aquileion, on the Isle of Corfu, in Greek, Kerkyra. As we also know, this was removed in 1909 and following various travels across Europe, ended up in the Botanical Garden of Toulon, southern France, in 1939.
It is particularly interesting to follow how Hasselrijs developed his ideas for characterizing the great poet. An initial terracotta study is limited to depicting the poet deep in thought. This small bozzetto is to be found at the museum at Sorø. At an early stage, the sculptor considered depicting Heine holding tragic and comic masks in his hands, thus underlining the contrasting content of his poetic output, but also hinting at one particular salient trait of his character, his unremitting play with shifting identities. In Die Masken Heinrich Heine zur 17. Wiederkehr seines Todestag, published in 1926, Leon Feuchtwanger expressed, quote, man kann den Schriftsteller Heine aufblättern wie ein Zwiebel. Unter jede Maske ist eine neue. Wo stößt man auf dieses Mannes wirkliche Gesicht? Unquote. And, quote, sein Spiel und sein Leben mischen sich untrennbar wie Wasser und Wein, unquote. However, Hasselrijs decided that portraying the poet in this way would probably be too enigmatic for the uninitiated viewer. So Hasselrijs ended up providing the poet with a more traditional pen and paper in his hands, thus illustrating the tools of a poet's creative life. Hasselrijs also gained the commission to design the poet's funerary monument at the Montmartre Cemetery. Heinrich Heine died in 1856 in Paris, where he had lived in voluntary exile since 1831, yet his grave was not properly decorated with a monument till half a century later. This monument, a complex piece of white marble architecture, laden with symbolic meaning, almost entirely covered the small grave site. On the flat, slab-like part of the monument, a laurel wreath is carved. This is surrounded by the three stanzas of Heine's poem, Wo, beginning with the lines, Wo wird einst des Wandermüden letzte Ruhestätte sein? At the foot of the pedestal are two huge palm leaves, an hourglass, and a pine cone, symbolizing respectively honor, human frailty, and the Dionysian element so essential to Heinrich Heine. The viewer should picture an oil lamp burning at each corner in honor of the poet's eternal fame. The pedestal itself is adorned with a lyre, its strings intertwined with a wreath of roses symbolizing romantic poetry itself, and finally a butterfly indicating the transitional stages of life, death, and resurrection, the eternity of the human soul, but also a fleeting moment of eroticism. The portrait crowning the whole monument seems to be a repetition of the one on the statue created for Empress Elizabeth. A photo of a study in a smaller format gives a more incisive impression of the details. Viennese admirers raised the money and erected the monument. The Swedish minstrel Carl Michael Bellman, seated playing his lute, was modeled in 1871 and carved in marble 1871-74. It is now at Statens Museum for Kunst, the National Gallery of Denmark. He lived between 1740 and 1795 and wrote numerous poems, which he also set to tunes still highly popular, at least in the Nordic countries. His most popular and well-known collections are Fredman's
epistles and Friedman's songs, containing 82 and 65 songs respectively. The life of this happy-go-lucky poet, alas, gradually declined into alcoholism and poverty, debts, and imprisonment. Ultimately, he died of tuberculosis on a bitterly cold winter's day. But Hazelrijs has chosen to depict him during his more carefree days. The bewigged poet sprawls leisurely on a chair with crossed legs, dressed in opulent Rococo attire. Cloak, knee breeches, silk stockings, frilled shirt, and buckled shoes. Felicitously, Hazelrijs found an equivalent to Bellman's poetic universe, no doubt helped on his way by one of the most well-known portraits of Bellman. In 1779, the Swedish painter Per Kraft portrayed the poet during the happiest and most productive period of his life. As a matter of fact, Hazelrijs has imitated Kraft's painting in expression and attire, down to the way Bellman is strumming on his instrument. Heine wasn't the only poet of world fame who excited Hazelrijs' creative imagination. In 1875, he competed for the commissioning of a statue of the Danish national poet Hans Christian Andersen, but didn't win. Unabashed, he approached the authorities in Andersen's native town, Odense, offering to create a monument to the poet, and this time he was in luck. His timing was perfect, as for quite some time, in fact, the city had been contemplating how it could raise funds for such a monument. The first study for Hazelrijs' Andersen monument is probably the one now exhibited in Hans Christian Andersen Museum in Odense. Hazelrijs had a taste for elaborate compositions, which fortunately is toned down in the final version. The small figurines abounding the plinth now show characters from some of Andersen's best-known fairy tales, for example, The Sandman and The Butterfly. A plaster cast of the poet's bust reveals Hazelrijs' gift for penetrative characterization. This is repeated in the full-length original model, also in plaster. In 1877, a national subscription list was sent out to help raise money for the monument, and in 1880, it was raised in bronze near Odense's Cathedral of St. Canute. Hazelrijs has depicted the poet, who was known for his sensitivity and vanity, in a somewhat dandy-like mood. His cloak is carelessly slung around his right shoulder, thereby sweeping the floor. He has folded another part of the cloth in front of him, forming a most elegant draping of almost classical dimensions. Hazelrijs originally limited himself to making a small bronze statuette of Søren Kierkegaard. This was in 1879, which won considerable popularity and was afterwards duplicated several times. Eventually, it was enlarged, and since 1918, it has adorned the peaceful garden of the Royal Library in Copenhagen. The statue evidently maintained the immediacy and freshness of the smaller piece, and it is amazing to observe how keen-sightedly the artist captures the frail shell of this hugely influential thinker. Just look at how awkwardly he has seated himself.
He must positively be gripping the back of his chair to avoid sliding down from it, while at the same time endeavoring to write down what his overbrimming brain dictates. The lines of his body, curved back and knees together, reveal his bodily discomfort and deep spiritual concentration. At the beginning of the 19th century, there were plans to raise a monument to William Shakespeare at the coastal town of Elsinore to mark the third centenary of the creation of his tragedy of Hamlet, Prince of Denmark, first published in 1603. Shakespeare, both playwright and actor, and his company may even have appeared in some of his plays at Kronborg Castle. The original plan to erect the monument on the ramparts of Kronborg Castle, but later another site was thought of, the so-called Ophelia's Source in a nearby wood. Here again, Hazelrijs chose a seated figure, but how different is this from the Kierkegaard statue? During an inspired moment, Shakespeare seems ready to jot down any witty pun or artful simile that he so readily mastered. He is seated almost as a king on his throne, further elevated by a tall pedestal which is emblazoned, wreathed, and inscribed. On the only slightly varying full-sized plaster model, inscriptions underline two historical facts which were meant to form a strong symbolic link between Denmark and England. In 1603, the Danish king Christian IV's sister Anne was created Queen of England when King James VI of Scotland became James I of England and Ireland too. Precisely three centuries later, in 1903, another Danish princess, Alexandra, married to Edward, Prince of Wales, in 1863, was crowned queen on her husband's succession to the throne as Edward VII. A committee of influential Danish men of cultural, military, and diplomatic standing launched the fundraising, and among the first contributors were the Queen Alexandra and Konstantin Konstantinovich of Russia. However, full financing was never achieved, and alas, the model was never cast in bronze as originally planned. Both study and model have probably perished. Coinciding with the fourth centenary of the birth of Christopher Columbus in 1906, Hazelrijs considered offering a monument to be raised in front of the White House in Washington, D.C., or alternatively in front of the Peace Palace in The Hague. But alas, this project never came about either. A bozzetto, of which unfortunately I don't have a valid photo, shows the explorer at the rudder of his ship, Santa Maria, accompanied by none less than Christ, pointing across the ocean in gesture of blessing. In accordance with the artist's signature style, the pedestal is richly ornamented with symbols, a dove, playing on the Italian name for the bird Colombo, holding an olive sprig in its beak, Columbus's coat of arms, and the chain by which he was said to have been brought back to Europe, and much else. The Denmark monument for once didn't celebrate one single famous person, but an entire royal dynasty. With a view to celebrating King Christian IX and Queen Louise's golden wedding in 1892, a committee decided to launch a national subscription for this monument. Dubbed Europe's Royal Parents-in-Law, the King and Queen had achieved the marriage of one daughter, Alexandra, to the future king, Edward VII,
another daughter, Dagmar, to the future Tsar of Russia, Alexander III, and their son George became king of Greece as George I. All this and a good deal more is apotheosized in this huge monument. Medallions with profile heads of the celebrated golden wedding couple decorate the front side of the tall cylinder that carries an allegorical representation of Denmark. Walking all the way around the pedestal, the royal offspring and their spouses appear one by one as profile portraits in low reliefs. Below these medallions, three other bronze reliefs depict three solemn coronation scenes of dynastic importance. Denmark is symbolized by her coat of arms of three crowned lions and nine red lily pads or heraldic hearts. Hasselriis has additionally adorned Denmark, albeit quite ahistorically, with Bronze Age clothes and accessories, as well as an oversized copy of the so-called Dagmar Cross, the Byzantine enamel golden pendant found on the breast of Queen Dagmar of Bohemia when her grave was opened in 1683. Incidentally, King Frederick VII had presented a replica of this cross to Princess Alexandra when she married the Prince of Wales. To confuse chronology even further, the sculptor depicts Denmark holding a golden horn from the Germanic Iron Age. The three lions of the coat of arms have taken three-dimensional form and situated themselves on plinths protruding from the massive cylindrical base. One cannot help but wonder what on earth inspired Hasselriis to create such a bombastic construction. One suggestion could be that it was inspired by the opulent table centerpieces in fashion at the time. A similar idea of an elegant étagère is suggested in another public monument in Copenhagen, the Stork Fountain, placed right in the city center. This monument was originally derided by critics and public, but became increasingly popular. The fountain, created by Edvard Petersen and Wilhelm Bissen, had been raised in 1894, a few years before the Denmark monument, which wasn't finished until 1897. Oh, the Denmark monument was originally installed right in front of the recently inaugurated National Gallery of Denmark. However, it was regarded as unduly pompous and never gained popular acceptance. It was in fact grossly ridiculed. In 1920, the unwieldy monument was removed from its prominent place in the park behind, well hidden away from the public eye on top of a former bastion half covered by trees. Apart from the grand commissions that Hasselriis received through the years, he also occupied himself with more humble motifs. He had a weakness for fauns and the like, undoubtedly inspired by similar bronze figures from Roman antiquity excavated in Pompeii and Herculaneum. An excellent example of this genre is Satyr sipping wine from an amphora, executed in 1888 and raised in Östersparken the following year. This roguish creature, defined as a satyr by his goat's legs, tail, and pointed ears, has hastily slung his thyrsus and a bunch of grapes on the ground and is now intent on sipping wine with such concentration that his face is totally distorted with hollowed cheeks and protruding lips. As a son of the forest creatures, joining the train of Bacchus, he is crowned with a wreath of pine branches. The satyr's concentrated eagerness is even more pronounced in the small terracotta Buzzetto,
where the tallness of the amphora has forced him to stand on tiptoes. Another playful example is Pan with a dog, executed in Carrara marble with the utmost technical refinement. The dog is simultaneously drawn and horrified by the panther's skin traditionally worn by fauns and satyrs. Pan is the Greek counterpart of Faunus, being the god of shepherds and flocks of the mountain wilds, closely connected to the Bacchanalia. Verging on sentimentality is his Bacchus as an infant carved in marble, as delicate as marsupin. The anecdote is never far away in Hasselriese's art. Here, the straps that enable the baby to stand on his feet prevent him from reaching the grapes he has dropped on the ground. A more complicated composition is the group of two elderly fauns of the Silenus type. This was meant to crown what was probably conceived as a fountain. With a keen sense of rhythmic movement, the sculptor lets his figures elegantly intertwine in a subtle play of lines and solids. Here his signature repertoire of paraphernalia has been extended to provide the fauns with a ram's horn to blow in and a syrinx to play on. The idea of an enlarged table centerpiece is again noticeable in the final version of this elaborate construction, turtles and all. By no means as wild, in fact, much more in line with Danish neoclassical sculpture in the Thorvaldsen and Bissens tradition, is Hasselriese's full-length female statue called Expectation, or the Spinner, from 1904. It only exists as a plaster model, as it was never carved in marble or cast in bronze. The woman's preoccupation with an everyday chore is, of course, only an excuse to reveal the beauty of her Venus de Milo-like body, the elegant draping teasingly threatening to slide down from her hips any moment. In fact, considering the title Expectation, Homer's description of Penelope patiently expecting Ulysses' homecoming may be hinted at here. As you will know, she was wont to weave during the day and unravel her weaving during night, telling her suitors that she would only decide on a new husband once she had finished her work. As a portraitist, Hasselriese didn't limit himself to large-scale, full-length representations. He also found a niche doing busts of prominent Danish men, but alas, none of any women. I'll present a couple of examples of this genre here. Kitted out as a bohemian dandy, the bronze bust of actor Emil Poulsen, who was living from 1842 to 1911, has adorned the lobby of Royal Theatre in Copenhagen since 1881. As is evident in this photo, the actor had a penchant for fancy accessories, an eminent figure in Danish theatre life, a character actor who played a vast repertoire, and a well-known stage director, Mr. Poulsen was ultimately nominated titular professor at the University of Copenhagen. A marble bust from 1898 of the Danish poet and philosopher Poul Martin Møller, 1794 to 1838, is owned by the Art Museum of Ribe. It is a posthumous portrait made after his death mask and other known physical depictions. Müller held a degree in theology, and in 1830 he was professor of philosophy at the University of Copenhagen. Among many others, he tutored the young Søren Kierkegaard, with whom he struck up
close friendship. One of Müller's best known poetic works, which is still admired, is his unfinished novel, The Adventures of a Young Danish Undergraduate, written in 1824. This brief overview will hopefully have conveyed to you the impression of a sculptor of great versatility. Hasselriess was fearless in taking on extensive and demanding assignments, and while some did not go beyond the sketching stage, the monuments he managed to complete are awe-inspiring in their sheer size and the sculptor's keen gift for characterization with a wealth of decorative details. In the smaller format, he would conjure up lively compositions of great charm. Significantly, he managed to depict his models with historical correctness while at the same time imbuing them with true psychological and poetical life. However, what might be seen as a weakness was his urge to over-decorate his pieces with secondary paraphernalia, each heavily laden with symbolic meaning. At times, Hasselriess, the philosopher, took over from Hasselriess, the artist, often resulting in a lack of clear and simple plastic form. Danish art history hasn't yet exhumed this artist from oblivion for several reasons. Either his works were never carried out in a grand format, or they are not extant in Denmark, and if they are, they are mostly hidden from the common eye, stowed away in museum storages or obscure corners of the city. But hopefully, Hasselriess's multifaceted artistic talent will one day be granted full recognition it deserves. Thank you. Vielen herzlichen Dank, Herr Munk, für den spannenden Vortrag zum Leben von Hasselriess. Ich übergebe gleich weiter an den Kunsthistoriker Karl Klausberg. Ja, ich bin jetzt beauftragt, die Diskussion anzuzetteln. Und wenn nicht sofort jemand etwas auf der Zunge hat, dann habe ich nämlich selber gleich auch noch einige Fragen. Aber wie gesagt, Herr Liedtke hat sich schon gemeldet. Vielen Dank, das war sehr interessant. Auch die Vielseitigkeit von Hasselriess mal vorgeführt bekommen von Ihnen. Ganz vielen Dank. Meine Frage, wissen Sie, ob Hasselriess Heine gelesen hat? Ob er Werke von Heine kannte und hat er sich mal über ihn geäußert? Oder hat er ausschließlich nach seiner Vorlage gearbeitet? Hasselriess has been very little researched in Denmark, and we don't have access to his letters and documents insofar, because they haven't been published. And I obviously haven't had the time to delve too much into this problem. But I'd assume, as with any other of his famous persons he depicted, that he would have read a lot. I think he was quite interested in getting behind the person, not only for a likeness, but also what did this famous person stand for. Eine Antwort auf Ihre Frage, Herr Liedtke, leider fehlt mir der passende Name jetzt. Es gibt einen Hamburger Sammler, Bücherfreund, Kulturhistoriker, der ist allerdings verstorben. Sein Nachlass wird von der Universität Hamburg, vom historischen Seminar, betreut. Und dieser Herr, dessen Name mir jetzt nicht einfällt, hat einen Artikel verfasst, den habe ich in Kopie, ich kann Ihnen den zuschicken, leider. Ein Zitat ohne Quellenangabe, und darin steht, dass Hasselriess gesagt haben soll, er hätte sich der Figur
des Heinrich Heine angenommen, weil es Parallelen in ihrer beider Leben gab. So, das ist zitiert, aber wie gesagt, ohne Quellenangabe. Aber den Namen desjenigen, der es verfasst hat, werde ich Ihnen dann noch zukommen lassen. Es fällt mir jetzt nicht ein. Ja. Might well be an exiled artist and an exiled poet. Could be a point of departure at least. Ja, meine Frage, die mir schon seit geraumer Zeit auf der Zunge brennt, ist, ich habe in einem Buch, dessen Name mir jetzt auch nicht genau einfällt, habe ich die Notiz gefunden, dass Hasselriess bei seinem Tode in Rom an einer Skulptur gearbeitet hat, die zeigte, oder einer Skulpturengruppe, die zeigte Kaiserin Elisabeth vor dem Standbild von Heinrich Heine. Und dazu soll es also ein Gipsmodell gegeben haben in seinem Atelier in Rom. Und scheinbar, ich habe dann also geguckt, ob man da irgendwie herankommen kann. Es gibt sogar noch eine Adresse, also seines Ateliers, aber dann irgendwann war Schluss und dann habe ich überlegt, man könnte vielleicht das dänische kulturhistorische Institut in Rom anzapfen. Und dann kam aber die Idee, ach, dann haben wir ja den Herrn Munk, den können wir ja dann direkt fragen, nicht, ob der vielleicht etwas weiß. Und das ist also der Stand der Überlegung. Was ist aus dem Nachlass von Hasselriess in Rom geworden? Gibt es dazu, wissen Sie dazu? I can't tell you anything. My research is limited to what has been published. Yeah. And I once wrote a small article in the Danish Encyclopedia of Artists, Danish Artists, and that's where we are. It's only published material that I've been into. But of course, after such a study I've been doing the last month, I would be very happy to do something more about it. Sorry about the... Ja, das wäre dann also ein gemeinsames Unternehmen, was wir sozusagen ja dann also weiter vorantreiben könnten. Das wäre nämlich sehr interessant, ob es so etwas gibt wie noch irgendwelche Aufzeichnungen von der Auflassung dieses Ateliers oder was immer. Nicht? Also das, I'm sure something would be found if you also, made an effort. Ich werde das sofort weiterreichen, also was ich da Schnipseln zusammengetragen habe. Also mein Eindruck ist, dass Hasselriess ein unglaublicher, vielseitiger und vielseitig Dinge heranziehender Europäer gewesen ist, im besten Sinne. Nicht? Dass er Figuren wie Heine und so also als denkmalfähig und denkmalwürdig betrachtet hat. Ja. Das allein schon. Er ist ja damit auf die Weltausstellung gegangen, offenbar ohne irgendeinen festen Auftrag zu haben dafür. Nicht? Und erst dort ist also diese Connection mit der Kaiserin zustande, die hat das Ding gesehen. Und dann haben sich die beiden gewissermaßen im Geiste getroffen, dass sie dieselbe Affektion also zu dieser Person hatten. Nicht? Und das dem mal also noch mal weiter nachzuspüren, das wäre natürlich also besonders lohnend und interessant. Ich weiß nicht, vielleicht haben Sie ja auch dazu noch ein paar dann was auf Lager. Nicht? Also Sie sehen, wir haben da eine ganze Reihe von offenen Fragen und interessanten Konstellationen, die alle noch eigentlich sich lohnen, dem mal nachzugehen. Nicht? Vor allen Dingen diese Faszination eines dänischen Bildhauers in Rom durch einen deutschen jüdischen Dichter, nicht? Also europäischer kann man sich es eigentlich kaum vorstellen. Die chronologische Reihenfolge ist ja so gewesen: Hasselriess hat seine Heine-Skulptur in der Wiener Weltausstellung zuerst gezeigt. Elisabeth hat den Auftrag für ein Heine-Denkmal Ende der 80er Jahre an Hertha, also an Berliner Bildhauer, gegeben. Es ist also nicht so, dass Elisabeth
die Hasselrich-Skulptur gesehen hat und gesagt, daraus soll ein Denkmal werden, sondern erst als die Berliner, als das Hertha-Denkmal nicht realisiert werden konnte, so wie sie sich das vorgestellt hatte, ist sie dann erst auf Hasselrichs zurückgegangen. Weiß man, wie die Verbindung zwischen Elisabeth und Hasselrichs zustande gekommen ist? That I've thought a lot about this, but I don't have any trace of that. I wonder why one should ask a Danish sculptor at that time, quite unknown, I think. I think it was with the Heine monument that he started making these huge concepts of famous persons. So I think I wouldn't know what happened. If did they meet in Rome or what happened? Do you know? Ich kann dann vielleicht in meinem Vortrag später noch ein bisschen was dazu sagen, ja, warum die Elisabeth dann, nachdem sie den Hertha sozusagen aufgeben musste, unter Anführungszeichen, warum sie dann auf die Hasselrichs-Idee zurückgekommen ist. Zurückgekommen sagt dann, also dass sie ihn auf der Weltausstellung, also das wäre festzuhalten. Ich habe eine Frage zu dem Entwurf, zu dem Hasselrichs, zu der sozusagen Form dieser sitzenden Statue. Können Sie es hören? Ist es besser, wenn wir näher ran? Okay. Ich bin, also einerseits wollte ich mich bedanken für den Vortrag, weil es so schön eine Betrachtung war auch von Skulpturen, und gestern ging es ein bisschen im Galopp durch diese Ansichten. Hasselrichs Statue kam gestern nicht so ganz gut weg, und jetzt würde ich doch gerne nochmal nachfragen, was steckt denn hinter diesem Entwurf? Sie kennen sich ja mit der Skulptur der Zeitbreite aus. Auf was nimmt er Bezug, dieser Sitzende? Es ist ein bisschen antiker Philosoph, vielleicht ist es ein bisschen Menander aus dem Vatikan. Vielleicht hat er aber auch ein Vorbild aufgegriffen oder etwas, was mehr in der Luft lag in seiner Zeit. Haben Sie eine Idee nur von der Betrachtung dieser Skulptur? You're asking about the seated figures, first of all, and I think behind all this decorativeness, you'll find a very classical entrance to the whole concept of depicting persons of a certain standing. If you look at classical antiquity, you will find a lot of seated goddesses and gods, and I think that must be the way he conceived it at the very beginning. You must remember that he was in Rome, surrounded by monuments all the time. So that's what I think would be the initial idea of his concept. Eine Art von allgemeiner Bezugnahme, aber kein spezielles Vorbild. I haven't found any. Ja, vielen herzlichen Dank. Über Hasselrichs werden wir nachher noch mehr hören. Danke Ihnen erstmal für Ihren Vortrag, Herr Munk. Und wir machen jetzt eine kleine Pause bis 11:30 und dann geht es weiter. Danke.